Hey Leute, hier ist ja Rex03 mit einem neuen United Bricks Unboxing. Diesmal haben wir halt ein paar Amis bestellt, wie man hier auch sehen kann. Weil ich war mit meiner amerikanischen Amis hier und World War 2 ausbauen. Und ja, das war gerade mein Etui, weil ich gerade eine Hausaufgabe gemacht habe. Auf jeden Fall, zu der Bestellung gab es dazu, wie immer, eine normale Karte von die Bricks. Kennt ihr? Shop in der Beschreibung verlinkt, unten draufklicken, wenn ihr was kaufen wollt. Dann zu diesem schönen Flame Operator. Mit dem Flame Thrower Operator. Hier nochmal drauf. Eine geile Karte zusammen. Ich finde die ja ganz cool. Hat so ein Sticker. Ich weiß jetzt nicht, was ich damit machen soll. Ist aber auch ganz cool. Ja, ich würde sagen, kommen wir erstmal zum spektakulärsten zum Anfang schon mal. Das sind halt die drei Figuren. Alles US Army Soldaten. Hier ein Airborne. Der 102. Airborne Division halt. Ja, hat halt hier diese Pistolentasche für eine M1911, die auch gerade drin steckt. Drei Thompson SMG-Taschen für die 30er Magazin, Schlangenmagazin, die man noch hier an der Seite sieht. Und dann ein paar, so eine Wasserflasche und so ein bisschen Ausrüstung halt. Ist ganz cool, ist auch in einer anderen Farbe als die und die Figur. Ja, dann weiter mit dem unspektakulärsten, dem Rifleman von den dreien halt. Es ist wie der MG-Gunner halt nur in, dass der die Taschen in hell und nicht in dunkel hat. Ist auch ganz cool, wenn man Garand. Ja. Jetzt der coolsten Figur von den dreien. Der Flamethrower Operator, also der Flammenwerfer-Soldat. Gaskanister hinten. Dieser Flammenwerfer ist mega cool. Hier noch eine Pistolentasche, dieser coole Tarnhelm. Man kann einfach noch so eine Lego-Flamme reinstecken, ist mega cool. Werde ich auch öfter mal benutzen. Ja, dann noch zu ein paar unspektakulären Sachen. Erstmal die Freebies. Mal wieder so eine abgesägte Schrotflinte. Ich habe die jetzt schon dreimal in der Farbe, glaube ich. Zwei oder dreimal. Dann hier so eine Zukunftswaffe ohne Magazin oder wo auch immer das Magazin da ist. Und was auch immer das ist. Ja, dann habe ich noch drei Totenköpfe, also Köpfe von Totenbeschwörern, wo noch was Blut so dran ist. Was auch ganz cool ist, wenn Soldaten, wenn die gestorben sind, halt, oder auf dem Schlachtfeld rumliegen. Dann noch zwei Netted Steel M1 Steelport Helme und zwei Karabin 98. Das war es auch eigentlich, nochmal hier ein Überblick. Das Update kommt dann wahrscheinlich in ein oder zwei Tagen. Mal gucken. Zu der Stadt. Und ja, ich sage, haut rein, Leute, habt einen schönen Tag und ciao.